Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Video zu dem Spiel For Honor. Ich spiele eine Runde Herrschaft, beziehungsweise wir schauen einfach mal rein, wie es läuft, wie viele rausfliegen, wie viele leaven und wie der Kampf an sich so abläuft. Und hier seht ihr meiner Meinung nach auch das Problem des Spielmodi, des Spielmodus. Und zwar ist einfach kein Matchmaking vorhanden. Beziehungsweise Matchmaking bezieht sich auf dein Account-Level und nicht auf dein Charakter-Level. Bedeutet, der Gegner, Sarachen oder Sarachen, könnte insgesamt Prestige 7 oder 8 haben. Spielt aber jetzt gerade einen Charakter, mit dem er ja neu angefangen hat. Warum auch nicht, ne? Neuen Charakter mal anschauen, ist ja eigentlich eine feine Sache. Und wird aber trotzdem gematcht, als wäre er Prestige 8. Und das ist halt einfach total behindert. Also, es tut mir leid, das ist einfach falsch. Und ja, einmal Herrschaft, wie gesagt, bis da was geändert wird am Matchmaking oder es Ranked gibt ohne Gear, wird es vielleicht jetzt auch dabei bleiben und zu Ende sein. Ich habe Herrschaft lange nicht mehr gespielt, was den allgemeinen Kampfstil jetzt angeht. Auf jeden Fall müssen wir uns im Herrschaft nicht auf 1-on-1s einigen. Das war natürlich schon Rage. Geht aber nicht auf mich. Den kassiert er doppelt. Guter Parry. Den wollte ich auch haben. Er kriegt nochmal Rage? Echt? Obwohl ich angegriffen wurde von seinem Mate? Okay, hat der Gear of... Kann er jetzt schon... Klar, er kann ja schon Gear of Rage haben. Item Level 18. Aber wie dem auch sei, Match läuft jetzt gerade erst, geht jetzt erst los. Am Anfang hat er natürlich Rage bekommen, weil er im 2-on-1 stand. So wie ich kurzzeitig auch spiele. Wir haben A, C ist neutral, die haben B, ganz klassisches Match. Ist übrigens meiner Meinung nach eine der schlechten Maps vom Design her, weil B unten ist. Sehr, sehr schwierig einzunehmen. Kann aber gerade nur einer da sein, dann scheiße ich mal auf C. Ne, ist gar keiner da. Dann mache ich Points. So. Kommt auch keiner. Da. Müsste aber gleich. A ist umkämpft. C sei jetzt down gegangen. Komm, ich helfe auf A. Ich will ein bisschen kämpfen. Ja, ich. Eigentlich will ich jetzt auf dem Spot stehen bleiben und die Punkte fahren, aber irgendwo will ich ja auch gar ein bisschen fighten. Und wieder Rage. Aber jetzt greift er eh die ganze Zeit an. Dann kassiert nämlich auch. Oh, mich hat er auch umgeschubst. Wusste gar nicht, dass das geht. Dass der Raider, wenn er mich anchargt, ebenfalls seine Mates umschüttet. Also er hat ja nicht mich angecharged. Wenn der Raider wen anchargt. Oh, hat er gut geblockt. Da kommt der Rage. Hat er den schon an? Ja. Ja. Schön richtig timingsmäßig zu zweit draufhauen. Gerade wenn ein Guardbreak kommt, so abmessen, dass beide Heavy Attacks zeitgleich treffen. Für die Exekution, beziehungsweise damit der Damage durchgeht. Hätte ich nämlich viel früher angegriffen, hätte er schon wieder blocken können. Und, ja, dann wäre das wieder blöd gewesen. Dann hätten wir einen Damage verschenkt. Zum Beispiel so, wenn er jetzt das timet, ja, kriegen wir zwei durch. Jetzt habt ihr es nochmal perfekt gesehen. Das ist so ein bisschen... Ja, jetzt geht Rage an. Wen nimmt er sich? Oh, er geht mit dem Zonenangriff drauf. Ja, da haben wir wieder zwei Heavies durchbekommen durch einen Angriff. Also, da muss dann halt einfach im Team angreifen. Das ist so ein bisschen die Überzahl-Taktiken. Beziehungsweise ist ja keine Taktik, ist einfach nur stupide. Oh, den hätte ich packen können. Ich packe ihn. Er will da hoch. Oh, er macht erst den. Ich habe direkt mit Rage gerechnet. Ja, wenn du mich guardbreakst, kriegst du von hinten. Und rein ins Feuer. Oh, oh, ich kassiere gut. Den hätte ich parieren müssen. Ihr habt's gesehen, ich hab's versucht. War aber viel zu langsam gewesen. Ja, und das ist halt, ne? For Rage Honor. In jedem Kampf ist halt Rage dabei. Klar, Unterzahlkämpfe, so soll es nur sein. Dafür ist der Rage-Faktor da.
Und ihr seht, wie viele Gegner gerade halt wieder liefen. Also, das ist jetzt kein perfektes Beispiel. Von mir kämpferisch einfach nicht gut gewesen. Viele Fehler dabei. Und ihr seht einfach, wie der Spielmodus funktioniert im Chat. Chat habe ich ja aus, aber alle liefen. Also, das meine ich. Also, ihr seht, wer geht. Matchmaking, wir hatten 308er, die hatten, glaube ich, gar keinen. Wir haben am Anfang alle 3 Punkte eingenommen. Die sind jetzt schon zur Exekution bereit. Und jawohl, geiles Game halt, ne? Kann man schon stolz drauf sein, wie das hier so läuft. Oh. Rage ist wieder am Start. Ah, das sind auch Bots. Also sind mittlerweile alle bottig unterwegs, oder was? Da er eh nicht blockt, der Bot. In dem Fall Level 3 Bot. Oh, jetzt habe ich auch Rage. So. Unaufhaltbar im Rage, von daher konnte ich das auch machen, ohne ihn da auf den Boden zu schubsen. Bei ihm Safe Ding. Ja, und Ende. Gegnerteam, 2 Bots, 2 Spieler sind geblieben. Ja, und das ist halt For Honor. Und deswegen gibt es keine Herrschaft mehr, Leute. Damit ihr das mal mitbekommt. Ich müsste mir einen Smurf-Account machen. Also ich müsste das Spiel nochmal kaufen. Und mit dem könnte ich dann wieder Herrschaft spielen. Weil unten ist das Ganze halt wesentlich fairer als hier. Das war's, oder? Ja, das war's. Wir machen jetzt natürlich, hänge ich noch ein Duell mit hinten dran. Für euch, dass ihr es mal gesehen habt, die Kämpfe sind nicht so geil, weil es immer irgendwie 2 gegen 1 ist also nicht so spannend. Und ja, Matchmaking nicht existent. Kleiner Cut und bis gleich. So, nach dem kleinen Cut sind wir jetzt dann doch mal wieder ins Handgemenge gekommen. Dauert mittlerweile auch ein bisschen länger, ein Match zu finden. Eine Shogede ist bei mir im Team. Beziehungsweise ein Shoguki-Anfänger. Und ich spiele gegen einen Berserker. Okay, ich habe Ausweichparieren und schnelle Overheads. Okay, dadurch, dass ich den Schaden am Anfang bekommen habe, den letzten kann man parieren. Das war den sowieso. Nach vorne dashen und dann den Zonenangriff machen, ist mega geil. Weil es sieht halt einfach so aus, als wenn du einen Overhead machen würdest. Immer. Und unser Shogoki bekommt gut. Da, wenn der Shogoki jetzt verliert und sogar noch exekutiert werden sollte, dann... Oh, er fällt um! Kein Oni-Grip! Er fällt nicht um! Oh, er hat ihn! Das ist guter Schaden, das ist gute Heilung. Even. Ja, der Dingens, die Valkyrie hatte keine Ausdauer mehr. Ich dachte, sie fällt um. Ich stehe zu nah dran, glaube ich. Gedreckte. Gut ausgewichen. Der ohne Grip geht daneben. Und da kommt die Exekution. Sehr gut mit dem Guardbreak vorher gemacht, um den harten Angriff auf jeden Fall durchzubekommen. Wir können auch erst noch ein bisschen warten. Boah! Das war knapp. Du bist leider tot, mein Freund. Steh wieder auf. Runde 2. Oh, den hätte ich auch parieren können. Aber ich glaube, in dem Fall funktioniert. Geh direkt! Oh, jetzt kriege ich einen High-Hit. 1, 2. Kein gedreckt. Ich war schon ready für einen. Guter Parry. Das ist natürlich ein gerades Hit. Nein. Mit einem angefakten Overhead. Den Parry gebaitet. Und gegen den Berserk kommt er besser zurecht. Schön mit den leichten Schlägen gearbeitet, das haben wir noch gesehen. Immer schön den R1-Angriff machen. Ja, ich glaube, damit hat er ihn auch fast fertig runtergeprügelt. Der hatte gar keine Chance. Da musst du echt passiv dann spielen. Und vielleicht auch mal einen Low-Parry durchkriegen, also einen Low-Punch-Parry. Ist nicht so leicht. Ja, das war die richtige Entscheidung. Jetzt gibt es nämlich doppelt. Okay, er hat den direkt in Overhead gemacht, ist okay. Ja. Den wollte ich den letzten Ausweich parieren. Ich hätte den ganz normal parieren sollen. Ja.
Dann kriegst du nochmal so einen, dann zerge ich dich runter mit dem. Da habe ich ihn pariert gehabt. Und damit auch die Exekution durchbekommen. Den letzten Angriff vom Zonenangriff des Berserkers kannst du grundsätzlich parieren. Das ist ein echt ungünstiger Zonenangriff, wenn du damit nicht killst. Oh, bitte schoß ihn nicht runter. Selbst wenn du ihn jetzt guardbreaken kannst. Er geht sogar weg. Der Shugoki ist eine coole Sorge. Der Hype Train hätte ihn nicht runtergeschubst, sondern nur links, rechts zur Seite. Ja, da kann er abschlagen. Schön, dass du da zurückgegangen bist an der Stelle. Es ist sowieso ein sehr lauflastiges Duell gerade. Wo geht's überhaupt hin? Jetzt wollen die da unten kämpfen? Nein, 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 ich bin noch nicht dran. Das macht... Na, okay, und jetzt gibt's einen Hit. Zonenangriff. Nee, das war nicht der... War das der Zonenangriff? Ich glaube schon. Und dann nach dem ersten abgebrochen. Ah, oh, der Shugoki macht das gut. Der Shugoki ist in der Defense stark. Jetzt darf er sich halt noch nicht einmal out gamblen lassen. Aber der leichte Angriff. Beide jetzt im Low-Bereich. Hyper Armor ist ready. Und da hätte er die Hyper Armor nutzen können. Aber er hat abgebrochen. Er hatte den Hyper Armor Vorteil. Das war mega nice. Oh nein, das reicht noch nicht. Also ich bin noch nicht tot. Außer jetzt kommt irgendwas. Okay, darauf war ich aber vorbereitet. Oh, sorry. Kann ich ein Sorry machen? Habe ich ein Sorry-Emote? Tut mir leid. Zack. Habe ich sogar. Mal sehen, ob unser Shugoki das... Ja, er hat sein Duell ja theoretisch auch verloren. Er hätte ja sein Duell auch gewinnen können. Bla, 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 bla. Das war ein guter... Der sollte gar nicht... Oh. Okay, jetzt ist mal wieder defensiv. Ja, ja, ja. Er weiß eh, dass ich gerade in der Defense bin. Ach! Hey, der hat gar nicht direkt gerufen. Oh, den pariert... Oh, den hätte sie parieren können. Den wollte ich abbrechen, hatte keine Ausdauer mehr. Okay, okay. Der geht weit. Guter Parry, das war's. Nein, ich habe noch ein AP. Natürlich werde ich keinen Rage benutzen. Ja! Dafür keine Exekution. Unser Shugoki hat den Berserker wieder gut klar gemacht. Okay, da gab es den ersten Hit. Hyper Armor geht gleich wieder steil. Viele fragen immer, was die Hyper Armor ist. Die Hyper Armor beim Shugoki ist es, dass du einen Angriff, wenn du den abbekommst, nicht unterbrochen wirst. Das heißt, du könntest einen harten Angriff chargen, du wirst in der Zeit selber geschlagen und dein harter Angriff geht immer noch durch. Das ist die Hyper Armor. Und ja, die muss ready sein. Jetzt muss der Shugoki aber halt einmal treffen. Ja, nein! Okay, naja, das geht auch. Er ist nach vorne gedasht, wollte den Hype Train ansetzen, beziehungsweise baiten. Er ist zur Seite gedasht und dann ist halt ein Free Guard Break. Hatten wir gegen den Berserker auch schon mal auf der Brücke. Ja, war ein schönes Match. Dark Citizen, sehr gut gekämpft. Wir sehen uns gleich noch einmal wieder. Bis gleich. Da sind wir noch einmal zurück. Ich spiele nochmal mit Darkest Citizen. Wieder zufällig ins selbe Spiel gekommen, beziehungsweise was heißt mittlerweile zufällig? Ich glaube, du hast einen aktiven Map-Pool von 20 Leuten in den Duellen, in den Handgemengen. Und in den Duellen rotieren die Leute natürlich immer, weil in ein Spiel 20 Leute reinkommen, weil ja immer so viele Leute am Leben sind. Ja, komm bitte Ubisoft, macht was. Rettet das. Das Spiel ist nämlich geil. Aber jetzt erstmal noch ein Duell. Jetzt muss ich mal wieder schauen. Jetzt habe ich den Low Parry von der Seite. Okay, er weicht direkt aus. Auch da war das gut. Kommt da noch was? Beide dieselbe Idee gehabt. Deswegen erstmal Damage machen, weil ich dann eh keine Ausdauer habe. Ja, ich muss jetzt kurz meine Ausdauer retten. Ingashira
Ah, der geht gut nach hinten. Ist das auch hier ein Free Guard Break? Ich glaube schon. Ja, der kam auch. Der war doch so obvious von oben. Ja, ich hatte wirklich mit dem Zonenangriff gerechnet. Ah, Low Bait. Front Dash. Und danach ging der Heiner natürlich durch. Was hätte er nach dem Front Dash machen können mit dem Orochi? Entschuldige dir was. Na, danke fürs Aufheben. Aber, ja, hat gut gemacht, Daxelsen. Was hat der Front Dash, was wollte er machen? Schwer mal in die Köpfe der Leute reinzugucken. Ja, gegen den konnte ich gut meinen Parry üben. Der Nobushi gibt dir da gute... Oh! Ah, die halbe Arm aber ready. Ist das sein erster Hit gewesen, den er abbekommen hatte? Ah, nee, hat schon ein bisschen kassiert. Ja, da wollte er den ersten Bait machen. Macht er schon wieder. Ja, dann nutzt er die Hyperarme aus. Ihr habt das gesehen, er hat immer auf eine höhere Distanz geschlagen. Der Over ist schneller als der Schlag von der Seite. Und hat dann gehofft, dass der Orochi angreift, um dann halt den zweiten harten Angriff durchzubringen, weil der erste in seine Hyperarme geht. Ja, das muss man, das ist ein Spielmittel. Viele sagen, der Shugoki ist OP. Die kommen halt einfach nur nicht darauf klar, dass du dich einfach... dass du dich einfach komplett umentscheiden musst. Ah, ich wollte es mal riskieren. Vielleicht hat er es diesmal nicht gemacht. Okay, okay. Der Ding ist klar. Er fängt rechts an. Und geht dann nach oben. Ich habe es diesmal versucht mit dem Low Parry. Das hätte ich nicht machen sollen, weil der Low Parry... Der Low Parry... Oh, rechts. Und jetzt gleich oben. Be ready. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob mein Konter, mein Block nicht nach links gewandert ist. Es kann sein, dass ich im letzten Moment den Daumen wieder nach oben gezogen habe. Wird es wahrscheinlich auch so sein, obwohl wir schon den einen oder anderen Dizzy-Kampf auch heute hatten. Zumindest in meinem Vorteil. Im Herrschaftsmatch, als wir oben bei dem Punkt standen, hatte ich, glaube ich, einmal einen richtig miesen Treffer gelandet, der eigentlich eindeutig geblockt wurde. Ich hätte, wenn ich jetzt ein Best of Three gegen Rady gehabt hätte, also Best of Three, weil er hat ja zweimal gegen mich gewonnen, er hat den Kampf ja sozusagen, hat er ja gemeistert, hätte ich ihn aber gehabt, bin ich mir ziemlich sicher. Aber in dem Fall muss ich sagen, hat er mich besiegt, hat er gut gemacht, es hat funktioniert und in dem Kampf konnte ich mich auf Darkest Citizen verlassen. Vielen, vielen Dank für mein Teammate, ne? Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn es mal nicht ganz so goldig läuft, aber das gehört wohl mit dazu, dann lasst doch gerne ein Like da und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.